So, willkommen zum ersten Video, wo es um den Ausbau dieses Autos geht. Das ist der Dacia Logan und mein Problem ist nämlich folgendes. Ich möchte einerseits einen Fünfsitzer haben und andererseits möchte ich drin schlafen können. Das heißt, die Sitze möchte ich drin behalten. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt, denn man kann natürlich einfach die Sitze ausbauen. Plus ich möchte auch immer Leute mitnehmen und ich möchte auch diese fünf Sitze nutzen, aber trotzdem auch drin schlafen können mit meinen 2 Metern. Und ja. Also. So, jetzt mal konkret das Problem, damit ihr das seht. Das hier hinten ist sozusagen die Ablagefläche. Und wenn man den Sitz so rumklappt, seht ihr das? Dann ist der schräg. Und hier ist natürlich keine plane Fläche von hier zu hier. Und ich brauche ungefähr, also was man auch machen kann, man kann diesen Sitz dann nochmal umklappen. Und man kann ihn so machen. Dann hat man eine etwas größere Fläche, die aber auch nicht plan ist, weil da Huckel drin sind. Na? Und diese Fläche würde zudem auch nicht reichen, dass ich da drin schlafen könnte. Das muss ungefähr bis hierher gehen. Ich bin knapp 2 Meter und ja, ein Problem. Für kleine Leute könnte das sein, da könnte man das vielleicht ein bisschen auffüllen und dann wäre das Problem gelöst. Geht nicht. So, und ja, das Problem muss ich jetzt als erstes lösen. Da muss ich mir Gedanken machen, wie ich jetzt hier drin eine plane Fläche kreiere. Die Lösung ist gefunden. Diese kleinen Mini-Stahlträger oder Einfassungen, die habe ich noch im Garten gefunden und die haben genau die richtige Größe, um sie einfach hier unter den Sitz zu legen, sodass eine plane Fläche entstehen könnte. Ich zeige euch, wie das geht. Ihr seht ja hier diesen, ja, die Fassung, die da dann reinkommt. Und wenn man jetzt den hier drunter macht, und zwar dann so, dass der Träger quasi dort ist, hier, dass er hier blockiert wird, dann kann der Träger, und ihr könnt natürlich einen Holzklotz nehmen oder was auch immer, dann kann der Träger hier an der Seite nicht nach, nicht nach hinten rutschen und man hat eine plane Fläche. Eine plane Fläche. Das mache ich auf beiden Seiten. Ich habe gerade noch 2 von diesen Trägern hier rumstehen gehabt und ja, das ist relativ stabil. Nun haben wir das erste Problem gelöst. Wir haben eine plane Fläche. Das Problem ist, die plane Fläche, die ist relativ kurz. Das sind 30 cm. Und die sollte eigentlich noch ein bisschen länger gehen, nämlich bis in das Auto, dass hier alles plan ist. Aber ich bin erstmal froh, dass ich jetzt hier eine Möglichkeit gefunden habe, sehr schnell was Sicheres zu bauen. Diese 2 Stahlträger, die kosten übrigens 4 Euro oder sowas oder 10 Euro. Diese, weiß nicht wie die heißen, Pfostenträger oder sowas. Und die mache ich erstmal hin und dann schauen wir weiter. So sieht das dann jetzt aus. Ich habe jetzt lange getüftelt und gewerkelt und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich keinen Cent ausgegeben habe, sondern bei einem Gartennachbarn mir ja, was entwenden konnte und dann selber ein bisschen mit Kabelbindern und mit Schrauben und mit alten Winkeln was zusammengeschustert habe, was ich euch jetzt präsentiere. Das alles ist ja individuell jetzt gemacht, aber das kann man natürlich alles kaufen und dann auch genauso machen. Und was habe ich gefunden? Ich zeige euch das mal. Worauf ich sitze. Das ist so eine Tretplatte. Ich mache es mal andersrum. Das ist so eine Tretplatte. Das ist einfach 99 x 99. Und das passt ziemlich geil da hinten rein. Und dann habe ich hier, damit das nicht hin und her wackelt, da war halt noch so ein Stück Luft, habe ich mit Kabelbinder einfach eine Latte hier dran gemacht. Weil ja, durch Metallboden und so weiter wird das nicht der große Handwerker. Und ja, und natürlich, wenn man hier guckt, das ist ja nun nicht plan, sondern da ist ja so eine Buchte, die nach unten geht. Und ja, und das muss man natürlich dann beachten, wenn man das Ding hier macht, dass es insgesamt plan sein soll. Wie ihr da seht, sind das verschiedene Größen, die ich dann einfach ausgemessen habe und abgesägt habe. Und ja, und das schiebe ich jetzt hinten rein und mal schauen, was passiert.
Ja, so sieht es dann aus und es ist perfekt. Die Türen gehen zu. Da drauf kommt jetzt eine Matratze, die ich euch unten verlinke. Die habe ich mir schon rausgesucht. Das ist so eine Carpock-Matratze. Und davon seht ihr das einen Spalt und der ist auch ganz wichtig, weil wenn dieser Spalt hier nicht wäre, könnte man die Sessel auch nicht mehr hochklappen. Das heißt, hier kann man immer noch die Sessel hochklappen und hat dann halt hier einen geteilten Kofferraum, der quasi, wo man unten was drunter legen kann, also hier was reinlegen kann und hier oben halt immer noch alles zubauen kann. Theoretisch kann man das Ding auch einfach rausnehmen, umdrehen, da hat man dann auch noch einen größeren Kofferraum, wenn man was sehr, sehr hohes hat. Und ja, so ist das im Endeffekt jetzt gelöst. Hier passt auch von der Breite her meine Matratze genau rein. Werdet euch vielleicht, heute vielleicht nicht, aber im Laufe der nächsten Ausbauvideos werdet ihr Matratze sicherlich auch sehen, die ihr jetzt bestellt. Und hier kann halt nichts wackeln, weil das ist halt hier an der Seite und hier an der Seite. Das passt halt genau rein. Und so ein Gitter könnt ihr euch natürlich auch kaufen. Das ist halt perfekt geeignet, meiner Meinung nach. 99x99 cm. Wenn es eins bei Amazon gibt, verlinke ich euch das. Ansonsten einfach in den Baumarkt gehen. Und das ist natürlich mega, mega stabil. Ich habe hier einfach drei Klötzer gemacht, die genau hier reinpassen. Das heißt, dass das nicht sozusagen in die Richtung wackeln kann. Und hatte ich einfach alles noch da im Garten. Kann man natürlich, wie gesagt, alles kaufen. Dann habe ich ein paar Winkel dran geschraubt, sodass das nicht hin und her wackelt. Ist natürlich alles jetzt nicht so professionell, das gebe ich zu. Aber muss es ja auch nicht. Dafür hat es nichts gekostet. Und ja, konnte Sachen verwerten, die ich halt noch im Garten habe. Beziehungsweise das Ding habe ich von einem Gartennachbarn abgeschwatzt, der darauf einfach nur gestanden hat und sich dann gefreut hat, wenn es feucht unten ist, dass er was zum Draufstehen hatte. Entsprechend ist es auch schon ein bisschen ölig und war so sein Werkzeugding. Aber alles cool. Und jetzt kommt die Matratze drauf und bäm, und ich kann liegen. Sehr geil. Achso, die Sitze werden einfach nur unten an und nach vorne geschoben. Also das heißt, die werden nicht, müssen nicht nach vorne geklappt werden, sondern nur nach vorne geschoben. Und da hat man insgesamt 2,10 Meter Platz. Diese kleine Lücke fällt überhaupt nicht auf, weil ich schlafe mit dem Kopf hier und mein Arsch ist quasi dort. Und das dann so am Oberschenkel, man merkt die Lücke dann gar nicht. Ich habe jetzt mal drauf gelegen ohne Matte. Und wenn dann erst noch die Matte drauf ist, dann ist ja noch eine extra Verbindung. Und ja, dann ist das alles noch geiler. Ey, das ist echt der Hammer. Ich habe keinen Cent gezahlt. Ich habe Sachen, die im Garten waren. Ich habe gerade einen Nachbarn gefragt und habe alles, habe mir hier eine richtig geile Kombination gemacht, wo ich 5 Leute mitnehmen kann, wo ich drin schlafen kann. Ich bin so mega stolz auf mich und ja, viel Spaß beim Nachmachen und ansonsten viel Spaß beim Nachmachen, krass Postauto, viel Spaß beim Nachmachen, beziehungsweise die sowas Ähnliches schaffen, weil man kann ja sowas Ähnliches kreieren, aber erstmal das Prinzip halt Sachen umklicken, unten drunter was reinschieben, damit es plan wird und einen kleinen Tisch bauen. Ja, ist es ja nicht. Und so könnt ihr echt preisgünstig euren Dacia Logan oder auch jeden anderen Kombi wahrscheinlich ja, in ein kleines Wohnmobil oder so, Schlafmobil umwandeln. Wenn ihr das Video schön fandet, freue ich mich immer über den Daumen nach oben. Auch wenn das natürlich jetzt hier nicht so die Thematik des Kanals eigentlich ist, doch eigentlich ist es das. Weil bewusst leben, Träume realisieren, einfach Dinge machen und das auch ja, idealerweise ohne Geld. Und das habe ich heute geschafft. Das nächste, was ich ausprobieren werde, ist Folie. Ich werde Folie, also das Folieren, damit man nicht reingucken kann. Ich werde die billigste Folie überhaupt nehmen, was man nicht machen sollte. Ich werde für 10 Euro Folie nehmen, wo ich normalerweise für, weiß nicht, 300, 400 Euro im Autohaus oder irgendwo das hier machen lassen würde. Ja, werde es einfach probieren. Das ist das nächste, was ich ausprobieren werde. Und da gibt es natürlich auch ein Video dazu. Also dann, Playlist ist unten verlinkt vom Ausbauauto. Und wenn ihr andere Videos rund um den Kanal, um bewusstes Leben haben möchtet, dann abonniert den Kanal und wir sehen uns morgen wieder.